ich bin's, der Ben. Über ein Jahr ist es mittlerweile her, da habe ich euch dieses Spiel hier vorgestellt, Alien Frontiers. Mittlerweile ist dieses Spiel auch endlich, ich habe es ja damals gesagt und gehofft, auf Deutsch erschienen. Ihr könnt es also mittlerweile kaufen. Es ist immer noch meiner Meinung nach ein ganz, ganz tolles Familienspiel. Also ein bisschen höher als ein Familienspiel, um ehrlich zu sein. Also gehobene Familienspielklasse, besonders auf Deutsch. Also auf Englisch natürlich ist es immer was anderes, denn da hat man noch eine Sprachhürde. Aber hier, wie gesagt, auf Deutsch dann ist es ein absolut taugliches, schönes, cooles, thematisches Familienspiel. Ja, mittlerweile sind aber auch Erweiterungen und andere Sachen dazu erschienen und die schauen wir uns heute mal an. So gibt es mittlerweile hier das Alien Frontiers Factions Pack oder die Factions Erweiterung. Das ist erstmal noch auf Englisch, aber man sieht es ja, garantiert erscheint das auch auf Deutsch. Das ist eine Erweiterung. Was die mitbringt, das schauen wir uns an. Gleichzeitig gibt es aber schon für die Erweiterung eine Erweiterung. Das ist hier das kleine Ding hier. Das ist hier das sogenannte Faction Pack. Funktioniert im Grunde, oder was sie hier vorhaben auch mit diesen Factions ist, dass man hier nach Lust und Laune weitere Fraktionen dazu kaufen kann. Ja, ähnlich wie bei diesen Living Card Games, wo ihr solche Mini-Erweiterungen immer dazu kauft. Soll es also hier so Mini-Fraktionen geben, die ihr mit reinpacken könnt. Und wenn dem nicht schon genug wäre, gibt es hier auch noch das Alien Frontiers Upgrade Pack. Was das macht, das schauen wir uns als allererstes an. Das ist ganz außergewöhnlich. Also, schauen wir mal, was in diesen drei neuen Schachteln alles drin ist. So, dann fangen wir doch mal an, was ihr im Upgrade Pack alles bekommt. Ja, das Erste, was euch auffallen wird hier, sind die neuen Kolonie-Miniaturen. Ich muss euch das mal versuchen irgendwie zu zeigen. Das sind tatsächlich kleine Städte. Also genau die auf der Schachtel draußen sind, gibt es hier eben als Miniaturen ab sofort. Und das sieht natürlich absolut fantastisch aus. Das gefällt mir so unheimlich gut, weil thematisch und witzig und Plastik passt auch zu diesem Spiel. Denn dieser 60er-Jahre-Look, den dieses Spiel schon hat, da schmiegt sich das Plastik hervorragend in dieses ganze Artwork mit rein. Finde ich wirklich super. Ja, was bekommt ihr noch? Ihr bekommt noch, und das muss ich mal direkt hier zeigen, diese Miniaturen für die Generatoren. Das sind ja nur normale Chips eigentlich im Grundspiel, also solche hier. Und das sieht zwar nett aus und ist ganz okay, aber wer möchte nicht sowas Tolles hier auf seinen Planeten stellen? Diese Stationen hier, das sieht doch wirklich super aus. Man erkennt ganz schnell, was es ist, denn man kennt ja seine Farben. Und gleichzeitig gibt es dem Ganzen noch ein viel cooleres Flair. Die Farben sind toll, das sticht hier alles schön heraus. Und das finde ich persönlich hervorragend. Dem fast besten Teil in diesem Upgrade-Pack ist aber das hier. Das sind hier diese Abdeck-Chips. Und zwar ist es eben für die verschiedenen Spielerzahlen, könnt ihr jetzt hier diese Teile hier überkleben sozusagen. Ne, wenn das jetzt hier bei drei Spielern nicht mitspielt, dann legt ihr das einfach drüber und dann sieht man ganz klar, was ist noch offen und was nicht. Vorher musstet ihr das ja mit neutralen Würfeln machen und das finde ich immer persönlich sehr nervig. Man hat es halt einfach nicht im Auge, auch wenn die Farbe nicht mitspielt. Aber viel besser, wenn das Ganze so aussieht. Und das ist hier in den verschiedensten Kombinationen mit dabei. Wo ist das andere kleine? Oder hier unten zum Beispiel. Ne? Bei zwei Spielern kann man hier dicht machen. Zwei und drei Spieler. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Es funktioniert halt auch alles. Was ist das hier? Das ist der Oracle Market. Da. So. Es schmiegt sich halt einfach schön in dieses Gesamtbild mit ein. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also, Was will man mehr? Ach, hier ist das große, hier so. Zack. Und schon hat man ein Zweispielerspiel. Also das ist wirklich toll. Hätte aber, oder sollte eigentlich schon im Grundspiel mit dabei sein. Dazu aber dann gleich mehr im Fazit. So, was bringt euch jetzt aber diese Factions-Erweiterung? Ja, einerseits natürlich die Fraktionen.
von denen ich, ja, von denen der Titel schon spricht, diese Factions. Das sind hier solche Tableaus und die legt ihr vor euch ab. Und diese Tableaus geben euch jetzt neue Fähigkeiten. Und zwar, es gibt sogar zwei verschiedene Fähigkeiten, die sie euch geben. Einerseits habt ihr hier unten einen permanenten Effekt. Dieser permanente Effekt, den könnt nur ihr bekommen, wenn ihr jetzt hier diese Fraktion seid, die Scavenger Fleet. Das ist hier zum Beispiel, wenn ihr ein neues Schiff baut, dann dürft ihr den Würfel gleich in die Hand nehmen und würfeln und nicht erst dann, wenn in der nächsten Runde, wenn ihr wieder dran seid und eure Würfel holt. Ne? Ist ja gänzlich anders. Und dann gibt es hier oben noch eine aktivierbare Fähigkeit. Und diese aktivierbare Fähigkeit hier zum Beispiel ist es, ihr bräuchtet keinen Pasch, um ein neues Schiff zu bauen, sondern ihr könnt das mit zwei beliebigen Würfeln machen. Diese Fähigkeit ist aktivierbar. Und zwar entweder von euch, indem ihr einfach hier den Würfel drauflegt und das aktiviert. Und dann sammelt ihr den ganz einfach wieder ein, wie immer. Oder ein anderer könnte diese Fähigkeit auch nutzen, muss euch dafür aber hier ein Fuel, ein Treibstoff bezahlen, um hier seinen Würfel drauflegen zu können. Dann blockiert ihr das aber auch für euch. Und so habt ihr hier immer zwei Fähigkeiten und ihr seht, das ist ein ordentlicher Stapel. Man spielt also wirklich immer mit anderen und hat eine andere Kombo aus Fraktionen ausliegen. Und die geben einem wirklich die unterschiedlichsten Fähigkeiten in diesem Spiel. Und das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Besonders, weil man ja zwei Fähigkeiten hat, mit denen man spielen kann. So, und das Letzte, was die Factions-Erweiterung noch mitbringt, das sind hier die sogenannten Agenda-Karten. Und diese Agenda-Karten, das sind extra Siegpunkte in diesem Spiel. Und die haben hier zwei Seiten. Die eine Seite ist ein In-Game-Objective und das andere ist ein End-Game-Objective. Diese Karte bringt euch maximal einen Punkt. Ihr habt aber zwei Möglichkeiten, diesen Punkt zu erhalten. Und zwar entweder während des Spiels, wenn ihr hier das hier erfüllt, oder am Ende des Spiels, wenn ihr das hier erfüllt. Aber ist eben eins von beiden erfüllt und diese Karte ist offengelegt, dann zählt diese Karte eben wie ein Siegpunkt. Es gibt also nicht zwei Siegpunkte hier auf dieser Karte, sondern nur zwei Möglichkeiten, jede Karte zu erhalten. Ihr seht, da sind einige mit dabei. Man startet mit zwei, man kann maximal drei haben und kann jederzeit neue ziehen, wenn man sich auf den Orbitalmarkt begibt. Ja, das sind im Grunde genommen die ganzen Erweiterungen, die dieses Factions Pack schon mitbringt. Natürlich gibt es auch neue Alien-Tech-Karten, um einfach das Deck wieder noch ein bisschen dicker zu gestalten. Aber abgesehen davon eben, war es das, was euch jetzt Factions und das Upgrade-Pack mitbringt. So, ihr habt gesehen, einiges Neues. Fangen wir mal andersrum an, wie wir angefangen haben, und beginnen wir mit Alien Frontiers Factions. Factions ist eine ganz außergewöhnliche Erweiterung, finde ich, und gibt diesem Spiel eine notwendige Tiefe, also über dieses gehobene Familienspiel hinaus. Hier gibt es einfach nochmal was extra drauf und es gibt Spezialfähigkeiten, das heißt, jetzt sind die Spieler auch noch unter sich anders, unter sich verschieden und können nochmal tiefer eben in dieses Strategiespiel reingehen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, denn vorher war es halt doch nur das, was euch jetzt die Würfel bringen und die immer gleichen Dockingsstationen hier auf dem Planeten. Das war und ist ein tolles Spiel, aber das bringt, wie gesagt, nochmal was ganz anderes mit hinein. Und ich bin ganz fasziniert, dass hier nochmal dieses extra Teil mit drauf kam. Denn normalerweise bringen Spiele ja nur nochmal eine neue Variation mit rein oder mehr vom Gleichen. Aber das hier ist ja nochmal sozusagen ein ganz neues System außen drauf gesetzt. Und es erinnert mich übrigens auch sehr stark an die neue Erweiterung für Troyes. Auch dort wird ja dann außen etwas Neues stattfinden und nicht nur Neues vom Gleichen. Aber wir schauen uns die Troyes-Erweiterung auch an. Aber wie gesagt, das scheint jetzt ein Trend zu sein, dass man die Spiele, die man gemacht hat, nochmal ganz anders verändert, nochmal was wirklich Neues mit hineinbringt und nicht immer nur das Gleiche vom Alten und einfach mehr davon. Also das ist, wie gesagt, das Factions Pack. Kann ich jedem empfehlen, der Spaß mit Alien Frontiers hat
und Leute, die vorher gedacht haben, das ist mir noch ein bisschen zu flach, das hier bringt euch den Boost, den ihr braucht, damit das hier ein vollgefleischtes Strategiespiel ist, mit dem ihr viel Spaß haben könnt. Ja, dann kommen wir zu diesem Faction Pack. Ja, wenn ihr euer Geld loswerden wollt, das ist eine Möglichkeit. Natürlich ist es interessant, wenn ihr nochmal neue Fraktionen habt. Und ihr habt gesehen, da kommt noch dieses kleine Mini-Fahrzeug mit dazu. Braucht man das? Nein. Ihr bekommt hier in diesem Faction Pack schon genug Abwechslung, als dass ihr das jetzt nicht unbedingt braucht. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt sowieso alles aufsaugen, was Alien Frontiers heißt, dann natürlich immer her damit. Ja, und zu guter Letzt das Upgrade Pack. Das Upgrade Pack. Ihr habt gesehen, das macht unheimlich viel Spaß, mit diesen neuen Miniaturen zu spielen. Das ist tatsächlich diese kleinen Plastikstädte sind. Das ist, finde ich persönlich, überragend. Und dann sind auch noch diese Generatoren, nicht nur diese Chips, sondern richtig große Generatoren. Das sieht auf der Karte einfach wirklich Hammer aus. Und dazu bekommt ihr auch noch hier diese Abdeck-Chips. Und damit könnt ihr eben endlich diesen Wust, dass man hier neutrale Würfel drauflegt, wenn man mit weniger als 4 Spielern spielt, dass ihr es eben drauflegen könnt, dass es eben nicht so komisch ausschaut. Das finde ich wirklich fantastisch. Allerdings, und jetzt kommt hier der Malus, den ich hier anmelden muss, es ist einfach blöd, warum ist das nicht jetzt schon in der Neuauflage des Grundspiels mit dabei? Denn es ist einfach bescheuert, dass ihr hier immer die neutralen Würfel drauflegen müsst. Wenn man sieht, dass es so einfach geht, dass man das eben verändert, dann muss ich mich persönlich fragen, warum nicht gleich so? Und warum, wenn das schon finanziert war oder wurde, warum kann man das dann noch nicht mit ins Grundspiel reinmachen? Finde ich halt einfach ein bisschen schade. Das ist nicht zu teuer, aber es bringt euch halt jetzt nicht die Abwechslung oder das für euer Geld, was man jetzt hier vielleicht hofft zu bekommen. Klar, sieht alles cool aus, aber ich muss das so ein bisschen beurteilen, wie wenn es im Grundspiel schon drin wäre. Dann wäre es nämlich fantastisch, dass man es extra kaufen kann. Wie gesagt, ist nett, aber ich kann mir vorstellen, dass wirklich nur die absoluten Fans sich das hier gönnen werden. Die einen werden sich fragen, wozu? Ne? Es ist nicht so, dass mich jetzt das ein ganz neues Spielgefühl gibt, dass es mich komplett vom Hocker haut. Aber wie gesagt, cool sind sie schon. Also wenn euch Alien Frontiers Spaß macht, dann klar, kauft hier das ganze Pack mit dazu, Factions, das Faction Pack 1 und das Upgrade Pack und dann seid ihr glücklich. Aber abgesehen davon, Factions allein reicht schon und das Upgrade Pack ist wie gesagt nett. Aber viel wichtiger ist, wenn ihr das Grundspiel noch nicht habt und jetzt wie gesagt gibt es auf Deutsch, dann schlagt doch bitte zu, denn ich bin immer noch der Meinung, das ist eins der besten Würfeleinsatzspiele, die es gibt. Wie gesagt, Trois muss man ein bisschen außen vor lassen, denn das ist eine ganz andere Liga, nur wenn man da Würfel verwendet. Also, ich bin auch der Meinung, Trois ist das beste Spiel mit Würfeln zurzeit, aber Würfeleinsatzspiele, sozusagen Würfelplacement, da ist das hier echt hervorragend. Also, soviel dazu. Spielt schön, bis zum nächsten Mal. Ciao.